Zwickauer Energieversorgung. Die Energie der Region. E-Scooter jetzt auf Zwickaus Straßen unterwegs. Müll an Autobahnen und Dom Digital, interaktives Smartboard für jedermann. Tag aktuell, das regionale Abendmagazin. Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich an einem sonnigen Dienstag, beziehungsweise war es ein sonniger Dienstag, zu Ihrem Abendmagazin Tag aktuell. In der Vergangenheit haben wir Ihnen in den verschiedensten Beiträgen gezeigt, wie sich Zwickau immer mehr zum Zentrum der Elektromobilität entwickelt. Seit Montag dieser Woche hat auch die Mikromobilität auf Elektrobasis Einzug in der Schumannstadt gehalten. Groß war das Medieninteresse am Montagmittag, als das neue Projekt auf dem Kornmarkt vorgestellt wurde. Die Idee dazu entstand im Rahmen der Kooperation zwischen Volkswagen Sachsen und der Stadt Zwickau. Ja, mein Name ist Nicole Enderlein, ich bin Mitarbeiterin von Volkswagen Sachsen und in der Kooperation zwischen der Stadt Zwickau und Volkswagen Sachsen tätig und freue mich, dass wir heute ein Projekt abschließen konnten zum Thema Mikromobilität, in dem wir die E-Scooter von Bird jetzt in Zwickau haben und war da gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung und mit dem Stadtordnungsamt ja maßgeblich beteiligt, um das Thema auch umzusetzen, weil es dafür natürlich ganz viel vorzubereiten gibt und freue mich, dass es jetzt auch so positiv ausgegangen ist. Das passt natürlich perfekt zu VW. Elektromobilität. Das stimmt, ja. Deswegen war das auch ein Projekt, was mir und uns sehr am Herzen lag und umso schöner, dass es jetzt tatsächlich Realität geworden ist und auch schon die ersten mit den Rollern in der Stadt unterwegs waren. Ja. Und heute Nacht um 12 sind die schon aufgestellt worden? Ja, also das ist ein Service von Bird. Wenn es heißt, es geht am 1.3. los, dann stehen die Roller auch am 1.3. da und können ab 0 Uhr genutzt werden. So war es tatsächlich auch. Also die Kollegen waren unterwegs und haben alle Bedienorte, die jetzt geplant sind, schon aufgestellt und damit kann man ab heute überall in dem genannten Bediengebiet dann auch Roller ausleihen. Mit vor Ort war auch Sandra Hempel, Leiterin der Wirtschaftsförderung. Frau Hempel, jetzt gehe ich mal von mir aus. Ich bin ja die ganz Faule. Wenn ich jetzt vom Sander aus mal schnell ins August-Torsch-Museum wollte, steige ich ins Auto. Aber Sie würden sagen, nehmen Sie doch lieber den E-Scooter. Genau, das geht ab heute und es ist praktisch möglich. Gerade bei schönem Wetter wird man das in erster Linie nutzen, wirklich das gesamte Stadtgebiet von Zwickau zu erkunden. Also für die Bewohner von Zwickau, denke ich, ist das eine gute Sache. Aber natürlich auch für Gäste, die nur wenig Zeit haben und vielleicht nur ein, zwei Tage hier in Zwickau sind und Strecken zurücklegen wollen, wo man nicht laufen will, sondern wo man auch zwischendurch mal ein bisschen schneller unterwegs sein möchte. Wir sind ja jetzt hier am Kornmarkt, haben wir uns verabredet mit den Pressevertretern, aber die Standorte werden ja über das ganze Stadtgebiet verteilt sein. Ja, genau. Es sind 120 Fahrzeuge, die hier zur Verfügung stehen. Und für mich war es natürlich heute früh eine große Freude. Ich bin auf Arbeit gefahren und habe an der Oskar-Arnold-Straße heute früh bei Sonnenaufgang schon den ersten Standort gesehen und habe mich natürlich gefreut. Also Sie werden das über die App sehen. Es ist überall möglich, hier so ein Fahrzeug zu kriegen. Mit den E-Scootern, die aktuell im Stadtgebiet verfügbar sind, hat man sich mit Bird, den führenden Anbieter für Mikromobilität, ins Boot geholt. Das Unternehmen ist aktuell in über 100 Ländern aktiv. Ja, ich bin heute früh 7 Uhr auf Arbeit gefahren in unseren Sender und habe bei McDonald's an der Oskar-Arnold-Straße schon einige dieser Roller gesehen. Habe es erstmal nicht ganz in die Reihe gebracht. Dann habe ich gedacht, da liegt ja eine Pressemitteilung auf deinem Tisch. Das hat sich dann erschlossen und jetzt sind wir hier. Und jetzt sind diese Roller für die Zwickauer, stehen ab heute hier zur Verfügung. Richtig. Hallo, mein Name ist Maximilian Klüpfel, verantwortlich für die Operations bei Bird im nördlichen Raum Deutschlands, unter anderem auch hier in Zwickau. Ja, was erwartet unsere Gäste der Stadt und auch die Zwickauer hier? Zunächst mal wollen wir ein Angebot für die Zwickauer selbst hier schaffen. Das heißt, natürlich ist das auch relevant für Gäste und Touristen, aber was wir eben zunächst mal auch bei uns, auf dem Plan haben, ist wirklich für die Zwickauer eine sinnvolle Ergänzung zum bestehenden Nahverkehr, für die letzte Meile, aber eben auch natürlich für den Ersatz des eigenen Automobils eine Alternative zu schaffen. Sie sprechen von Automobil. Wer darf diese Roller fahren?
Also die Roller darf bei uns, nach unseren Geschäftsbedingungen, jeder ab 18 Jahren fahren. Fahrerlaubnis muss vorliegen? Fahrerlaubnis muss nicht vorliegen. Was aber ganz wichtig ist, ist, dass natürlich die gleichen Regeln wie auch beim Autofahren gelten im Straßenverkehr. Das heißt, man darf auf keinen Fall unter Alkoholeinfluss fahren zum Beispiel. Gehwege, Radwege, wie ist es damit? Genau, also die Roller dürfen auf der Straße gefahren werden. Solange Radwege oder wenn Radwege vorhanden sind, müssen diese auch benutzt werden, analog den Vorschriften zum Fahrrad. Wo nicht gefahren werden darf, ist eben auf Gehwegen. Welche Geschwindigkeit entwickeln diese Roller? Die Roller haben eine Höchstgeschwindigkeit von 20 km pro Stunde. Wie genau muss man sich das jetzt vorstellen? Die stehen jetzt hier zum Beispiel, ich komme daher und was muss ich dann tun? Genau, das ist ganz einfach. Die Roller, Sie sehen das zunächst in der App. Da können Sie die Karte aufmachen, wenn Sie sich die App runterladen. Sie sehen dann das ganze Stadtgebiet in Zwickau und sehen hier die verschiedenen Punkte, wo Roller zur Verfügung stehen. Somit können Sie sich dann, sage ich mal, den Weg planen, wo Sie, ob ein Roller auf dem Weg liegt oder wo Sie eben hingehen müssen. Sie können dann zum Beispiel in der App auch einen Roller reservieren, sag ich mal, bis Sie dann dort vor Ort sind an dem Roller. Oder was eigentlich die meisten Kunden machen, ist wirklich den Roller auf der Straße zu sehen oder sich das vielleicht kurz vorher anzuschauen, dann hinzugehen. Und dann ist das relativ einfach. Sie öffnen in der App, gehen auf diesen Knopf, scannen einmal den Code des Rollers, hier oben diesen QR-Code und dann können Sie mit dem Roller loslegen. Abstellen muss man den wieder dort, wo man ihn geholt hat? Nein, also wir betreiben das im sogenannten Free-Floating- oder Dockless-System. Das heißt, wir stellen die Roller zwar an definierten oder mit der Stadt auch gemeinsam definierten Punkten ab, wenn wir sie herausbringen, sage ich mal, nach dem Ladevorgang. Den Nutzern steht es jedoch frei, innerhalb des Bediengebiets in der Stadt Zwickau den Roller dort abzustellen, wo sie es möchten. Was uns dabei natürlich ganz wichtig ist, es gibt einige auch mit der Stadt gemeinsam festgelegte Parkverbotszonen. Die sehen Sie auch in der App. Dort ist das Abstellen nicht möglich. Und zusätzlich ist auch immer wichtig, darauf hinzuweisen, dass Nutzer eben beim Abstellen eine Mindestgehweg-Restbreite von normalerweise auch 1,60 Meter freihalten müssen und generell eben so zu parken, dass kein anderer, gerade auch Menschen mit Mobilitätseinschränkungen beispielsweise oder mit Sehbeeinträchtigungen behindert werden, dass keine Einfahrten, Ausfahrten, Feuerwehrzufahrten behindert werden. Aber ansonsten steht es den Nutzern frei, die Roller dort abzustellen, wo sie auch hin möchten. Das ist eben auch genau der Mehrwert, den wir bieten wollen, wirklich auch die letzte und die erste Meile zu erschließen, dass man im Idealfall bis zu seiner Haustür damit kommt. Wie sind bis jetzt Ihre Erfahrungen in anderen Städten? Durchweg positiv. Also was wir sehen, ist, dass das Angebot sehr rege angenommen wird. Einmal zu Beginn in 2019, glaube ich, hat man gesehen, dass sind nicht nur wir, auch andere Anbieter gestartet in größeren Städten. Da wurde das dann oft als Touristenphänomen auch abgetan. Man hat aber jetzt sehr deutlich gesehen, gerade im letzten Jahr gab es kaum Tourismus. Dennoch haben wir in vielen Städten auch steigende Nutzerzahlen gesehen, sodass wir auch wirklich zuversichtlich sagen können, das ist ein Angebot, was sich auch in das Leben der lokalen Bürgerinnen vor Ort integriert und das auch rege genutzt wird. Auch Zwickaus Oberbürgermeisterin war recht interessiert an der neuen Möglichkeit, sich umweltfreundlich durch die Stadt zu bewegen. Während die anderen Anwesenden sich zurückhielten, probierte die Oberbürgermeisterin dann gleich mal aus, wie sich so ein E-Scooter lenken lässt. Und das sah doch dann ganz gut aus. Von den Kosten ist es so, dass das Ausleihen 1 Euro kostet und für jede gefahrene Minute fallen 19 Cent an. Vielleicht auch Anreiz für Sie, sich kostengünstig und umweltfreundlich durchs Stadtgebiet zu bewegen, und das Parkplatzproblem dürfte auch nicht das wie beim Auto sein. Ab Donnerstag werden die Arbeiten zur Errichtung einer Lichtsignalanlage an der Einmündung Reichenbacher Gutwasserstraße fortgeführt. Bereits am heutigen Tag begannen die vorbereitenden Maßnahmen zur Errichtung der Baustelle im Bereich der Gutwasserstraße. Damit steht in beiden Fahrtrichtungen der Reichenbacher Straße jeweils nur noch ein Fahrstreifen zur Verfügung. Mit der neuen Lichtsignalanlage wird eine Forderung der Unfallkommission der Stadt Zwickau erfüllt, da sich die Einmündung Reichenbacher Gutwasserstraße als Unfallhäufigkeitsstelle erwiesen hatte. Zugleich wird der neu gebaute Radweg vom Hauptbahnhof zur Reichenbacher Straße an das Straßennetz und an das Wohngebiet am Schwanenteich angebunden.
Umweltschutz ist derzeit neben der Pandemie eines der Dauerthemen in allen Bereichen. Aus gutem Grund und mit Recht. Es gibt kaum jemand, der sich diesem Thema vollkommen verschließt. Uns Deutschen sagt man allgemein nach, dass wir Ordnung und Sauberkeit lieben. Doch nun bringt es der nahende Frühling ans Licht. Der Schnee taut und es werden nicht nur Schlaglöcher sichtbar, sondern eine ganze Menge Dreck und Müll. Das ist uns dieser Tage besonders an der Autobahnabfahrt Zwickau-West aufgefallen. Doch findet man diese Bilder im Prinzip überall in Westsachsen und in Deutschland. Müll in jeder Form sieht man in den Straßengräben, besonders an den Auf- und Abfahrten von Autobahnen. Der große Renner sind jetzt Coffee-to-go-Becher. Das Müllproblem gibt es schon immer und es kostet richtig Geld. Einen Großteil ihrer Zeit verbringen die Mitarbeiter der Autobahnmeistereien mit der Entsorgung. Dabei ist der hier gezeigte Müll noch das kleinere Übel. Inzwischen wird besonders gerne auf Rastplätzen einfach alles entsorgt, von Reifen bis hin zu ganzen Fahrzeugen. Eine Lösung für das Problem ist nicht in Sicht, es sei denn, der gesunde Menschenverstand setzt sich durch. Werbung. Ich meine, wir können ja nicht schon alles im Backoffice machen und dann noch den Frontoffice-Kram. Vietnam ist der zweitgrößte Kaffeeproduzent der Welt. Aber afrikanischer Robusta ist wirklich wow. Das Auto ist echt komfortabel, aber noch besser wäre es elektrisch, weil Elektrofahrzeuge heutzutage einfach so beeindruckend. Komfort genießt man noch besser, wenn es still ist. Der neue Citroën C5 Aircross SUV Plug-in Hybrid. Ab jetzt bei Ihrem Händler. Citroën. Sanitätshaus Treitschke. Seit 30 Jahren Hilfsmittellieferant in Sachsen und Thüringen. Komm in unser Team. Wir suchen für die Reha-Technik Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, welche Erfahrung im Umgang mit Patienten und Hilfsmitteln haben. Auch eine medizinische, therapeutische oder technische Ausbildung sind gute Grundlagen. Es erwartet Sie ein freundliches Team, welches einarbeitet und unterstützt. Der Aufgabenbereich umfasst die Anpassung und Versorgung im häuslichen Bereich sowie in Kliniken und Pflegeeinrichtungen. Sie betreuen Kinder, schwerst mehrfach Behinderte bis hin zur Geriatrie. Die Produktgruppen reichen von Rollstühlen und Pflegebetten, Hilfsmittel gegen Dekubitus, therapeutische Bewegungsgeräte über Medizintechnik bis Pflegehilfsmittel. Aufgrund von verschiedenen Weiterbildungen entwickeln sich auch verschiedene Spezialgebiete. Wir freuen uns auf Sie. Bewerbung an hcs@treitschke-zwickau.de. Nur das Beste für zu Hause. Internet in Turbo Speed. Mit bis zu 400 Mbit pro Sekunde. Ab 20 Euro im Monat. Jetzt auf pure.com. Dass Kirche nicht alt und verstaubt sein muss, das hat gerade die Pandemie gezeigt. Durften Gottesdienste mit Publikum nicht stattfinden, wurden sie einfach gestreamt. Aktuell geht auch im Dom St. Marien ein Projekt an den Start, welches kürzlich den Medienvertretern vorgestellt wurde. Mittels eines interaktiven Smartboards mit Touchfunktion soll den Besuchern Wissenswertes über christliche Bräuche und Traditionen oder im Dom befindliche Kunstschätze vermittelt werden. Einleitend erklärte Superintendent Harald Pepel, was der Ansatz war, ein Projekt in Angriff zu nehmen. Es gibt nämlich unterschiedliche Interessen, wenn Menschen zu uns kommen, um sich sozusagen hier für eine kurze Weile aufzuhalten. Es gibt Leute, die kommen, damit sie innehalten und die Andacht für sich gestalten. Es gibt Leute, die kommen, weil sie Interesse haben an dem Altar, an den Kunstgegenständen. Und dann gibt es Leute, die sozusagen dann in die Tiefe gehen wollen, die sozusagen die einzelnen Dinge, die man so zusammengefasst hat in einem Kompendium, doch mal für sich selber entdecken wollen. Was bedeutet jetzt das einzelne Element in dem Dom?
Dann gibt es Leute, die geführt werden wollen, wenn sie den Dom betreten, nämlich die möchten gerne wissen, wo starte ich und wo kann ich aufhören. Und die nehmen dann sowas auch mit in die Hand, einen kleinen Gästeführer für unser Haus. Dann sind Menschen unterwegs, die uns immer wieder mal fragen, ihr habt ja nicht nur die eine Kirche hier, sondern es gibt ja mehrere Kirchen in der Stadt. Wo sind denn diese Kirchen und gibt es sowas wie eine Verbindung dazu? Und da hat die Stadt mit der Kirchgemeinde schon einiges erarbeitet. In dem Zuge fragt man dann auch immer ein Stück nach Informationen in Bezug auf die Veranstaltungen, die es in der Stadt gibt. Gibt es auch andere Führungen, nicht nur eben Kirchenführungen, sondern auch andere Führungen? Und dann verweisen wir auf manche Karten hin. Dann haben wir natürlich auch im Zuge der anderen Kirchen verschiedene kleinere Flyer mit in der Hand. Dann haben wir die unterschiedlichen Gruppen, die uns helfen, um diese Interessen ein Stück abzudecken, unter anderem den Dombau-Förderverein und so weiter, mit eigenen Schriften, Reihen dazu zum Dom. Ja, und dann gibt es eben das, was wir selber als Christen, als Menschen hier in der Mitte der Stadt für wertvoll und für wichtig erachten, nämlich auch das geistliche Angebot. Und das sind eben halt auch separate und andere Materialien. Und wenn man das jetzt alles einmal zusammenfasst, dann hat man ganz viel in der Hand und muss immer überlegen, wie aktualisiert man das und wie passt man das auch entsprechend den Gewohnheiten der Menschen an, die sich ständig verändern. Und wir haben auch Leute, wenn sie mit reinkommen, die jüngere Generation, die holt sich das Smartphone raus, die guckt dann rauf, tippt ein, wer eine gute Verbindung hat, ein gutes Abo hat, der kann Download und Upload machen. Und wer das eben nicht so schnell hat und nicht so schnell schafft, der bleibt dann irgendwann einmal hängen. Also das ist eine ziemliche Spanne, in der wir stehen. Das Nutzerverhalten der Besucher ändert sich, nicht nur im Dom, sondern auch in der Gesellschaft. Und wir hatten den Eindruck, jetzt durch die Pandemie ist das auch nochmal verstärkt. Und so kam es dazu, dass wir überlegt haben, wir machen jetzt den nächsten Schritt, aus diesen analogen Angeboten ein Stück in die digitalen Möglichkeiten. Vor allem auch dadurch, weil im November sich so ein wenig Weihnachten näherte und der Advent näherte. Und das ist in Zwickau ja eine Zeit, die sehr gesetzt ist, auch durch die Märkte, durch die Leute, die einfach kommen, den Dom besuchen in dieser Zeit. Wir haben die Angebote zum Wohlgemut-Altar, der sich wandeln lässt. Und das ging plötzlich alles nicht mehr, beziehungsweise wir wussten gar nicht, ob das noch so richtig funktioniert, wenn der Lockdown nun tatsächlich kommt. Und da war die Überlegung, wir bereiten uns darauf vor und versuchen, das, was wir jetzt hier so haben, an Wahrnehmungen und an Inhalten ein Stück zu konzentrieren, zu digitalisieren. Und da bot sich eben die Möglichkeit eines sogenannten Smartboards an. In einer, einer kleinen Untersuchung, was geht denn, was wäre denn möglich, weil wir zwischenzeitlich über das Homeschooling auch lernen konnten, auch selber als Eltern lernen konnten, da geht ganz viel, an was man jetzt noch gar nicht denkt. Und in dem Zuge mussten wir ja selber auch als Kirche lernen. Wir haben verschiedene Sitzungen dann über, also nicht mehr in Präsenz, sondern in digitaler Form abhalten müssen und zum Glück auch abhalten können. Und haben eigentlich gemerkt, das ist gar nicht so ein verkehrtes Medium. Dem muss man sich jetzt letztendlich auch stellen. Und dann ging das eben los mit dem nächsten Schritt, um zu überlegen, wenn wir das haben, wir können die Inhalte also darstellen, könnten sie darstellen, was für Inhalte sollen auf jeden Fall kommen. Und da war es uns ganz wichtig, dass wir das, was wir selber präsentieren können, nämlich die geistlichen Angebote, auf jeden Fall weiterhalten. Die nächste Linie war das Netzwerk in die Stadt und zu den unterschiedlichen Akteuren. Und die andere Linie war, dass wir auch gesagt haben, wir müssen natürlich uns immer wieder auch dem Nutzerverhalten der jüngeren, heranwachsenden Generation anpassen. Denn das, was wir heute entscheiden,
Das kann für heute wichtig sein. Es kann für übermorgen gar nicht mehr wichtig sein, aber es kann auch sein, dass das jetzt einfach die gute Brücke nach übermorgen ist an der Stelle. Bei der Beschaffung der Mittel ging man auf einen bewährten Partner, die Wirtschaftsförderung der Stadt Zwickau, zu. Erst kürzlich hatten wir uns mit der Leiterin Sandra Hempel und dem Superintendenten bei der Vorstellung der neuen Dombeleuchtung getroffen. Ja, wie Sie schon gesagt haben, wir haben voriges Jahr das Thema Beleuchtung im Außenbereich gemeinsam organisiert. Es war eine sehr gute Zusammenarbeit und logischerweise jetzt ein zweites Projekt, diesmal nicht über den Bürgerhaushalt, sondern über ein Förderprogramm. Wir haben hier über den Verfügungsfonds Gelder bereitstellen können für die Innenstadt. Und Herr Pepel hat uns natürlich angesprochen, weil er gesagt hat, das ist ja auch ein Thema, was die Wirtschaftsförderung betrifft, die Innenstadtbelebung. Und da waren wir dabei und haben das organisiert. Es war natürlich in Pandemiezeiten nicht so einfach. Man musste eine Beschlussfassung herbeiführen, die war digital. Es war für uns auch erstmal eine Herausforderung. Aber man lernt mit den Herausforderungen immer mehr. Man hat gesehen, es funktioniert und ich denke, es wird eine gute Sache werden, um den Dom hier auch wirklich noch mehr bekannt zu machen. Es gibt so viele Funktionen an diesem Smartboard. Das werden Sie auch sicherlich in Ihrem Beitrag zeigen, was hier alles möglich ist. Und ich denke, gerade die Jugend, die Schüler, die Klassen, die hier vor Ort sein können, die nehmen die Dinge auch mit in die Familie. Und da wird der Dom noch mehr ins Bewusstsein gerückt. Es wird ja auch so sein, dass nach Ende der Pandemie wieder viele Touristen hierher kommen wollen. Und das ist natürlich ein Charmantes, wo man sich dann auch in Zwickau schmücken kann. Mensch, schaut mal, was wir hier auf die Beine gestellt haben. Ja, genau. Das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Part. Der Dom ist wunderschön und das ist so ein Wahrzeichen, wo ich sage, in der Innenstadt, wo eben ganz viele andere Dinge dann auch möglich sind und ein Rückzugsort hier sich auch mal reinzusitzen und zur Ruhe zu finden in einer quirlischen Innenstadt, das ist natürlich großartig. Aber auch das ganze Geschichtliche, alles was mit dem Dom zusammenhängt, das sollten wir uns viel mehr ins Bewusstsein heben. Und das geschieht natürlich damit und digital wird das so weiter verbreitet über dieses Smartboard mit verschiedenen Sprachen. Ich kann Touristen auch in anderen Sprachen hier abholen. Und ich denke, die Domgemeinde ist ja schon ziemlich weit vorn, auch in dem Punkt Vorbild zu sein. Neben den Touristen, die Zwickau sicher bald wieder zahlreich besuchen werden, dürfte gerade, wie der Superintendent mehrfach zum Ausdruck brachte, die junge Generation begeistert sein, solch eine Technik in einem Gotteshaus vorzufinden. Die jüngere und auch die ältere Generation hat die Möglichkeit, sehr viel mehr selbstständig zu entdecken, zu erfahren, mit einem Medium, das ihr vertrauter ist als so manches, was hier in der Kirche herumsteht. Und ich habe die Möglichkeit, einer Vernetzung beizutragen zwischen Schule, zwischen Stadt, zwischen Tourismus und Kirche. Also praktisch Kirche zum Anfassen, kann man sagen? Ja, und darüber hinaus. Das ist nochmal eine Erweiterung. Also anfassen kann ich hier ja auch die Bank, aber manches, was eben nicht zu sehen ist, kann man jetzt besser entdecken. Sie haben es heute an einem Beispiel gesagt. Würden Sie das bitte nochmal wiederholen? Ja. Die Kirche konzentriert sich auf den Altar, der vorne im Mittelpunkt steht. Dieser Altar hat drei sogenannte Ansichten. Man sieht aber immer nur einen. Und die Kinder und Jugendlichen, die kommen, die haben so die Möglichkeit, über dieses Smartboard auch die anderen Ansichten zu entdecken, zu vergleichen, Dinge herauszufinden. Also sind Sie praktisch jetzt zeitgemäß mit dem Dom aufgestellt in Zukunft? Das hoffe ich. Wir müssen nur noch lernen, wie das alles so funktioniert. Nachdem die Präsentation doch schon mal recht gut geklappt hat, sind wir davon überzeugt, dass diejenigen, die künftig im Dom St. Marien mit dem interaktiven Smartboard umgehen werden, das ganz schnell lernen. Mitgedacht hat man auch dabei, ein Kinderentdeckerportal zu installieren. Damit können Eltern mal innehalten oder in aller Ruhe den Dom erkunden, während die Kids abgelenkt und unterhalten werden. Komm
Media Concept, Ihr Partner für regionale Werbung, wünscht gute Unterhaltung. Der 14. Sieg im 17. Saisonspiel ist den Handballerinnen des BSV Sachsen-Zwickau am Samstag im nicht einfachen Auswärtsspiel in Bremen mit 27:24 gelungen. Es war der erwartet schwer erkämpfte Erfolg gegen sehr engagierte Frauen von der Weser. Das Team von der Mulde revanchierte sich hiermit für den damalig überraschenden Punktverlust in der Hinrunde. Wie im Vorhinein schon avisiert, war eine starke Abwehrleistung der Grundstein für den am Ende verdienten Auswärtssieg, mit dem das Team seinen zweiten Tabellenplatz festigte. Am kommenden Samstag erwartet das Team von Trainer Norman Rentsch den HSV Solingen-Grefrath in der heimischen Halle. Zwickau will in die erste Bundesliga aufsteigen, das ist das klar formulierte Ziel von Trainer Norman Rentsch. Der Verein hat deshalb jetzt auch fristgerecht die Lizenzunterlagen für die erste Liga eingereicht. Werbung. Fit-Tipps in Zeiten von Corona. Der Sportpark Zwickau weiß, wie es geht. Schalten Sie ein bei TV Westsachsen und machen Sie mit. Wir bieten allen, die daheim bleiben müssen, täglich aktuell das perfekte Sportprogramm, ganz auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten. Fit-Tipps in Zeiten von Corona, eine Gemeinschaftsproduktion des Sportparks Zwickau mit TV Westsachsen. Shoe Manufacture, das ist der Inbegriff von Orthopädics of Modern Art. Handwerks- und Meisterqualität in der dritten Generation zeichnen unsere Produkte aus. Ob Orthopädie oder moderne Technik, wir liefern weltweit auch über unseren Internetshop. Jetzt ganz neu speziell für Diabetiker, das neue Fußdruckmesssystem, welches die Anforderungen der Krankenkassen erfüllt. Außerdem halten wir speziell von Bauerfeind entwickelte Einlagensysteme, Bandagen und weitere Hilfsmittel für unsere Kunden vor. Der Meister steht Ihnen zu den Öffnungszeiten natürlich persönlich zur Verfügung. Shoe Manufacture, Ihr kompetenter Partner, wenn es um Ihre Fußgesundheit geht. Zwickau, Grimmitschauer Straße 30a, gleich gegenüber dem Hauptfriedhof. Entdecken Sie Rosa Xan. Wenn auch Sie zu den Menschen gehören, die unter Gelenkbeschwerden leiden und jede Bewegung schwerfällt, dann probieren Sie Rosa Xan. In Rosa Xan sind wichtige Nährstoffe für gesunde Knochen, Knorpel und Bindegewebe kombiniert. Die Hagebutte hemmt Entzündungen und fördert die Kollagenbildung. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Meine Immobilie vermiete ich nur mit fachkundiger Hilfe. Das gibt mir die nötige Sicherheit, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ich vertraue seit Jahren auf die Sparkasse Zwickau. Immobilien sind unser Zuhause. Wenn Sie unsicher sind, wie Sie den besten Mieter finden, holen Sie sich unsere Unterstützung. Wir haben professionelle Mittel, um Mietsuchende zu prüfen. Und Sie ersparen sich viel Zeit bei der Mietersuche. Nutzen Sie unsere jahrelange führende Position am Immobilienmarkt der Region. Sparkasse Zwickau. Was anderes kommt mir nicht ins Haus. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft. Bei uns wohnt die Zukunft. Am Mittwoch liegen die Tageshöchstwerte bei 15 Grad. Den ganzen Tag überstrahlt die Sonne von einem stahlblauen Himmel. Der Donnerstag beginnt mit einem Sonne-Wolken-Mix. Gegen Mittag zieht sich der Westsachsenhimmel zu und es beginnt zu regnen.
Gegen Abend können sich auch vereinzelte Schneeflocken ins Sendegebiet verirren. Am Freitag wird es deutlich kühler. Das Thermometer klettert nur noch bis auf 3 Grad und der Tag kommt komplett trübe daher. Mit Niederschlägen ist eher nicht zu rechnen. Der Start ins Wochenende wird freundlich. Am Samstag scheint den ganzen Tag über die Sonne. Die Tageshöchstwerte liegen leider nur bei mageren 6 Grad. Diese Wetterlage bleibt uns dann auch für die folgenden Tage erhalten. Das war's von Tag aktuell für den Dienstag. Genießen Sie jetzt noch Ihren wohlverdienten Feierabend. Und ich hoffe, dass wir uns dann morgen um 19 Uhr an gleicher Stelle wiedersehen. Bis dahin, machen Sie es gut.